Hallo und allerherzlich willkommen zu einer der letzten Phase von Super Luigi Galaxy. Welt 3, lila Münzen einsammeln sofort. Oh yeah. Ja, in der Phantomgalaxie, natürlich. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Im Anflug auf lila Komet. Die lila Münzen im Schweberaum. Ja, bei mir ist gerade wirklich Unwetter. Oh je. Das sieht schwierig aus, egal. In meiner Stadt wurde irgendwie Stufe Rot ausgegeben. Und das ist irgendwie Sturmwarnung, irgendwas. Und das ist schon ziemlich heftig. Aber darum geht es nicht. Ich sehe nämlich schon, was hier Sache ist. Das hat diese Münzen hier zum Glück nicht alle einsammeln. Gott. Das ist ja wirklich heftig. Da war im Prinzip zu viel. Nein! Eh schon so gut wie versaut. Es ist natürlich 150 und ich muss hier ganz schön viel einsammeln. Eieiei. Der lila Pilz kann es gerne. Ah, nein. Das passt sogar gut. Nein. Guck mal, es hilft doch noch. Es ist doch noch ganz gut in der Zeit. Ja, ja, ja. Hier eine Menge einsammeln. Dann jetzt hier. Jetzt hier. Vielleicht schaffe ich es. Nee, 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 nee. Das können wir uns abschminken. Ah, ich habe aber einen kleinen Trick. Ah, guck mal. Letzte 4 Sekunden schaffen wir nicht mehr. Schade darum. Oh, bitte. Ja, ja, lustig, Leute, lustig. Beinahe beim First 2. Bin ganz gut angegangen, glaube ich. Jetzt auch beinahe schon geschafft. Aber jetzt geht's erstmal richtig los hier. Läuft. Nee, das ist auch wirklich gut. Kann mich nicht beklagen. Moment. Ja, aber ich kann jetzt hier wirklich nicht kommentieren. Nein! Eine Minute ist aber auch ziemlich knapp. Nein! Ziemlich knapp. Nein, ne? Ja, tolle Kombo, in der ich hier reingeraten bin. Ja, 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 glitsch dich durch hier, ey. Boah, gib mich das jetzt gerade auf. Na los, noch 2. Ja! 6 Sekunden, komm schon, komm schon. Komm schon, Luigi, ja. So schnell war ich jetzt rückblickend doch nicht. Naja, beim zweiten Versuch. Ist irgendwie die Zauberformel hier, ne? Also beim zweiten Versuch schaffen wir. Naja, damit haben wir auch die Welt 3, die Küche, abgeschlossen, vollständig. Und schon 110 Sterne, eieiei. Lass mich in Ruhe. Übrigens, Ende des Parts wird Rosalina wieder ihre Geschichte erzählen. Ein Teil ihrer Geschichte. Ich mache wahrscheinlich so einen Sonderpart, in der ich die gesamte Rosalinas gesamte Geschichte romantisch vorlese. Zumindest in Gute-Nacht-Geschichten-Format. Weil irgendwie glaube ich, dass ich das drauf habe. Nix, nix. Oh, nicht schon wieder. Oh, hier ist übrigens ganze 3 lila Kometen. Naja. Geht's klar. Hopp. 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 Okay, dann verschieben wir mal die Kometen. Jetzt habe ich gar nichts vorbereitet, worüber ich reden könnte. Aber ich glaube, diesmal geht es auch eher spannender zur Sache, als nur rumsammeln. Zumindest versuche ich ein paar, das ein bisschen so aufzubauen, dass es richtig spannend wird. Versieht euch. Ja, gut, Schlafzimmer.
Alles in Ordnung. Wo ist dieser komische Stern? Der ist nicht hier? Doch, er war doch da. Dieser seltsame Superstern, mit dem man so voll überall hinfliegen kann. Wo war der jetzt? Der hast du schon geschnappt. Oh, ist schon zusammengefügt. Da ist er ja. Tach ich. Und schon sehe ich ganz anders aus. Hui. Hopp. Oh nein. Ha. Läuft. Okay. Hier ist der Schlafzimmer. In der Windgarten-Galaxie wartet ein lila Komet von uns erforscht zu werden. Wir sind sehr gespannt, wohin das führt. Oh, ich weiß, wohin das führt. Oh, das ist mal wieder so auch ätzend, Leute. Im Anflug auf lila Komet. Yippie. Die lila Münzen im Würfelgarten. Oh. Oh je. Yeah. Ja, da brauche ich auch ein Gesprächsthema, denn das wird doch ein etwas. Ein paar, wo ich mich richtig konzentrieren muss. Da geht nichts, einfach nur ein bisschen erkunden und war irgendwas labern. Nein, hier gilt es einzusammeln. Übrigens keine Sorge, hier gibt es mehr als 100 Münzen. 150 insgesamt. Die müssen wir eben einsammeln. Zumindest glaube ich, dass es mehr als 150 gibt. Und alles andere wäre einfach nur Betrug. Was heißt Betrug? Ach egal. Ich kann mich gerade echt nicht konzentrieren. Also muss mich jetzt gerade echt konzentrieren. Noch wirklich möglichst viel in kurzer Zeit hier einzusammeln. Man muss ja nicht alle einsammeln, aber schon eine Menge. Und Hauptsache ist jetzt eigentlich zu wissen, wo man sich gerade auf dem Würfel befindet. Und das habe ich jetzt schon vergessen. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich von hier aus kam. Und wenn ich jetzt von hier hingehe, kann ich nichts falsch machen. Gut, gut, gut. Aber wenn das alles fast gleich aussieht, ist das auch schon ziemlich schwierig, oder? Hier ist noch eine ganze Menge Gratis-Münzen praktisch, weil die kaum Zeit kosten. Ja, schon 70? 71? Einfacher als ich dachte hier. 4 einfacher als ich ursprünglich dachte. Okay. So wie es aussieht, haben wir die gleich zusammen. Kann mir nur recht sein. Aber ich glaube, jetzt müssen wir aufpassen. Wo kamen wir her? Jetzt ist es eine Glückssache. Bitte lass es hier sein. Ja, da ist er schon. Gut. Bei so einem Würfel kann schon schwierig sein. Okay, wir gehen jetzt schon locker durch. Ich kann mich nicht beklagen. Schon 2 Sterne in diesem Part. Und der hat erstmal 8 Minuten. Vielleicht sollten wir es aber doch mal anfangen mit so einer Sammelgalaxie. Ach komm schon, muss ich jetzt nach jedem. Das war normal nicht der Fall, oder? Also in Mario Galaxy. Da war eigentlich immer irgendwo ein lila Komet. Und jetzt muss man die immer erst herbeirufen, oder was? Sieht ganz anders aus, oder? Oh, komm schon, Zeitverschwendung. Ah, die steuert nicht mal vernünftig. Ich möchte aber doch mal nachgucken nochmal, ob es wirklich nirgends so lila Kometen sind. Tatsächlich. Man muss die tatsächlich immer wieder herbeirufen. Wir haben die ja eigentlich kaum gebraucht für die Kometen, aber jetzt jetzt sind die doch noch praktisch. Und da ist dieser Schabernack immer noch praktisch. Und macht uns arm. Aber wir sollten genug haben, oder? Versieht euch. Muss kein nervig werden. Schlafzimmer, jetzt weiter. Gut, gut. Da wollten wir ja eh hin. Ich meine, ich wollte ja dafür sorgen, dass im Schlafzimmer einer auftaucht.
Wenn wir die Welten alle nacheinander vollständig abschließen können. Nein, du Human, wir waren nicht schneller. Okay. Klingt nach einem Plan. Ups, jetzt habe ich beide den Controller fallen lassen. Eisvulkan-Galaxie, Antwort auf lila Komet. Was wird uns hier erwarten? Na, ich ahne es. Ja. Lila Münzen an der Eisbergteilwand. Yo, das hier ist doch noch eine Sammelei. Zum Glück ist der Part gerade am Anfang und wir haben schon einiges erreicht. Also, oh, ja. Da muss ich schon sagen, das kann sich ganz schön schwierig gestalten hier. Uff, das ist nämlich eine ganz schön weitläufige Galaxie. Ja, aber was soll man sagen? Wow, wo bin ich hier? Nein! Ey, das heißt auch Fail. Ach, okay. Das war Grafikglitch, Bug, irgendwas. Nicht nett, nicht nett. Egal. Da muss ich jetzt klarkommen. Und dann muss ich mal wieder ein Thema aus der Hinterhand ziehen. Und zwar... ich habe gerade brandaktuell erfahren, dass... Wow. Sony sich wohl... naja, oh Gott. Das ist eigentlich gar nicht mehr so aktuell, wenn das Video hochgeladen wird. Aber kann ich jetzt mal sagen. Sony verhandelt mit Nintendo über die Rechte an Super Mario Film. Wohl bei den Namen Super Mario Film. Nur keine Ahnung was. Ziemlich interessant, oder? Wollen die jetzt wirklich, haben die jetzt vor, einen Super Mario Film zu machen? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich meine, der erste Film damals, in 1990ern war es, glaube ich, war ja der Flop schlechthin. Und ich weiß nicht, ob was. Naja, was auch viel wichtiger ist, Sony? Oh, ich hab mich was versaut. Nein, ich kann mich nur retten hier. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu latschen, deswegen gehe ich aber nochmal zurück, ne? Wow. Das erinnert mich an. Ach, egal, nein. Ja. Also, was will Sony denn? Wollt ihr jetzt einen Super Mario-Film machen? Die sind ja schon hinterher bei der Marke Mario, ne? Also, da. Das ist das Einzige, worauf. Und sie lächeln auch selten, aber die ganzen Marken eigentlich. Sind Tatsache, dass Sony darauf ziemlich neidisch ist, dass diese Spiele nicht für deren Plattform erscheinen. Und auch so PlayStation-Fans wünschen sich so The Legend of Zelda für ihre PlayStation, ne? Aber wenn Nintendo das machen würde, dann wäre die dumm. Muss man wirklich sagen. Denn das ist der einzige Grund. Ich meine, Exklusivspiele von anderen Entwicklern gibt es ja kaum. Deswegen kann man sagen, dass ja, Nintendo-Spiele der einzige Grund ist, warum man sich eine Wii U überhaupt holt. Ne? Oder habt ihr noch irgendwelche anderen Gründe? Deswegen man sich eine Konsole, die dieselben Spiele hat wie andere Konsolen, nur mit schlechterer Leistung einer anderen Konsole mit besserer Leistung vorziehen sollte. Habt ihr da irgendwelche... Einwände dafür? Oder Gründe? Nein, oder? Ja. Und mal ganz ehrlich, die Spiele, die nicht von Nintendo erscheinen und auch nicht die wenigen, die exklusiv von Nintendo erscheinen, von Drittanbieter, also diese wie neulich Bayonetta 2 und so, weil das ist ja schon noch gute Stücke Software. Zumal welche von jetzt nicht so bekannten Entwicklern, die sind ja meistens echt Müll. Also auf den DS, da kann man ohne irgendwie gehasst zu werden sagen, da erschienen außer Nintendo Spiele nur Müll. Kommt schon, gibt's doch so. Trotz, obwohl sich auf dem DS so ziemlich alles verkauft hat, ne? Ja, kann dann jetzt nicht sagen, dass hopp, gut. Ah, verdammt. Hopp. Geht doch. Nein, noch nicht. Soll ich den Sternring nehmen und hoffen, dass ich zu lila Münzen komme? Ja, lila Münzen. Gut, also falsch bin ich hier nicht. Deswegen möchte ich auch irgendwie wieder zurück. Ich hoffe, es geht gleich noch.
wird schon irgendwie klappen. Ja, und dann werden wir weiter leer Münzen. Ich hoffe, es ist ein Bonusweg. Ich habe mir halt nicht irgendwie alles verbaut. Wollen wir es hoffen? Wollen wir es hoffen? Wollen wir es hoffen? Wollen wir es hoffen? Denn gerade läuft alles schief. Gerade läuft alles irgendwie schief. Und jetzt gehe ich auch noch K.O. Nein. Nein. Ja, ich bin durch die Wand gefallen. Habt ihr das gesehen? Das hat ja schon den halben Part gekostet. Aber ich glaube eh, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also Leute. Ja. Seid mir da nicht böse drum. So viel hat er noch nicht eingesammelt, oder? Das ist jetzt ein Weltuntergang. Tut mir leid. Okay. Hoffentlich kriege ich keine Erkältung. Ja, ist ganz schön kalt hier. Lustig, ne? Ich habe übrigens mal so einen Tick, dass, ja, wie soll ich sagen? Ach, egal. Okay, genau, ich habe immer so einen Tick, dass ich immer genau dann krank werde, wenn ich sage, boah, hoffentlich werde ich allzu bald nicht wieder krank. Das ist echt so, da wurde ich immer krank. Und jetzt rede ich gerade darüber und das reicht meistens schon, um krank zu werden. Und ich glaube nicht, dass ihr noch mal 2 Wochen Pause wollt, oder? Ich spring doch! Was ist das denn, ey? Ja, lila Münzen geben keine KP zurück für diejenigen, die es fragen. Wenn sich das jemand fragt, ich denke schon. Ja, gut, gut, gut. Aber den Maxi-Pilz, auf den will ich jetzt nicht missen. Als Sternteile kann ich ein paar auch ganz gut gebrauchen. Ey, wenn wir diese Kometen tatsächlich noch so oft verschieben müssen. Oh, ja, genau. Also, dich da. Ja, ich meinte dich. Hab von dir geredet. Gut, gut, gut. Ne, hier ist nichts. Allerdings ist hier oben doch noch ein oder habe ich die schon eingesammelt? Nein, doch habe ich schon. Gut, dann habe ich die hier noch ein. Die hier. Und von mir aus die hier noch, wenn ich es noch schaffe. Nein, doch. So schlecht bin ich auch wieder nicht. Wow! Tatsächlich, so kann man ja. Warte. Super Abkürzung such an. Skill. Ei. Also, das ist krass. Okay. Und schön zu wissen, denn es bleibt uns gleich eine Menge Arbeit erspart. Oh oh. Nein, ich will. Boah, ey. Warum springt man nicht? Das konnte Mario doch auch. So, die Frage ist jetzt, gehe ich erst aus dem Gipfel? Und wenn ja, ist dann da am Ende der Stern? Sollte eigentlich nicht, oder? Boah, komm schon, Leute, auf einzelne Münzen so nervig zu verstecken, Nintendo. Als würden die mich hören. Ja, das würde ihr lieber sich noch das Display angucken. Hahaha. Naja, ist ein langer, schon weiter Part, ne? Und Display ist nicht ganz so berühmt. Allerdings stelle ich mir vor, oder hoffe ich zumindest, in späteren Zeiten unseres YouTube-Kanals ein bisschen mehr Abonnenten zu bekommen als 39 innerhalb von einem halben Jahr. Also das ist nicht so, auf was stolz sein kann. Wenn ich Glück habe, erreiche ich dieses Jahr noch die 40. Und das ist auch nicht so, auf was stolz sein kann, nur für diejenigen, die es glauben. Frage, wenn man hier runterfällt, ist man dann tot? Nein. Wollte ich schon sagen. Denn hier wollte ich mal lang. Ah, komm schon. Jahau! Secret. Ah, alternativer Weg. Und dann Münze war da auch. Oho, die habe ich mal sehen. Ja, seht doch mal einen an. 48. Bereits. Waren da wieder Wasserströmungen? Oh nein. Ah, durch Schütteln kommt man da rechtzeitig raus. Okay. Bevor man ein KP verliert. KP? Ah. Ja, KP, Kraftpunkt. Das passt auch zu Mario.
Hopp. Oh oh. Ja, Gott sei Dank. Ah, schon sind wir auf der Spitze, wie es aussieht. Ja, erstmal hier alles einsammeln und dann können wir gleich rüber switchen. Rüber switchen? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Gut. Eieieiei. Ist immer nicht so stürmisch. Auch noch zwei Münzen. Man muss wirklich alles erkunden hier, sonst passiert man was. Und das sollte man lieber nicht. Gut. Hier sind noch welche. Du noch. Ein Eisberg, ah, wie schön. Ja, du, hier haben wir letztens gegen so einen richtig fiesen Gegner gekämpft. Oder? Ach, Blödsinn, wir haben den doch mal fertig gemacht. Jetzt sind wir wieder mal den vorsichtigen Weg zurück. Oder wir machen es einfach schnell. Ja, hu, hu, hu. Hopp. Hui, genau, läuft. Und jetzt brauchen wir diese Eisblume nicht mehr. Fällt mir gerade auf. Oder? Doch, einmal brauchen wir nicht noch. Aber nicht unbedingt. Wir müssen wieder hoch. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu weit runtergegangen. Ah. Ich möchte nur da hoch. Hopp, hopp, hopp. Gut, den Rest kann ich alleine. Ultra Mega Skill Jump des Todes. Wow. War nicht übertreiben. Ah, jetzt hat es nicht geklappt. Hm. Oh, ey, hat doch schon mal geklappt. Läuft. Und jetzt hier lang. Die letzten Münzen einsammeln, hoffentlich. Wenn wir nur eine einzige übersehen haben, sind wir jetzt am. Ich sag's jetzt mal nett. Allerwertesten. Hm. Ja, hoffen, dass die in der richtigen Perspektive sind. Und warten, bis die Feuerblume von alleine aufhört. Und beinahe. Okay, jetzt bloß nicht hier wieder sterben, ne? Das sollte jetzt nicht passieren. Wir haben jetzt einen kleinen Vorteil, dass der Schneemann schon aus dem Weg geräumt ist. Puh. Gut. Alles in Ordnung. Hier ist nix. Musst du nicht jede Kleinigkeit hier erkunden? Wir für nichts übersehen, Leute. Vielleicht mal von hier aus? Ja, geht doch. Jetzt kann ich gleich noch was zurückgehen. Eieiei. Das empfiehlt sich auch nur. Das hier ist doch noch ein bisschen schwierig aus. Bloß nicht failen. Geht weg. Gott sei Dank, ey. Ich brauche die Feuerblume gar nicht mehr, oder was soll das jetzt heißen? Ja, ich brauchte die jetzt echt nicht mehr. Okay. Das trifft auf Akzeptanz bei mir. Irgendwie. Irgendwo auch bin ich jetzt wütend. Oh, ich erinnere mich doch, dass ich hier mal gefailt bin, oder? Das würde ich jetzt ungern nochmal machen. Hm. Gut. Ganz schön schwierig, hier wirklich alles einzusammeln, ey. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Der Weg zum Gipfel wird. Warte, was ist denn das? Seht ihr das da oben? Da gehen wir später nochmal lang.
Ja, da oben sind tatsächlich noch irgendwelche Sterne. Na. Ich frage mich aber besser nicht, wie man da hochkommt. Oh. Ja, mit Luigi dann noch mehr rutscht auf so rutschigem Eis ist schon so eine Sache, ne? Eieiei. Puh. Ja, ihr seht, wonach das aussieht, oder? Oh Gottchen, wir müssen jetzt von hier aus. Na, erfolgreich rüberjumpen. Bitte, 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 bitte. Wirbel. Boah. Leute von heute. Und jetzt hier lang. Oh nein. Okay, hier haben wir tatsächlich welche übersehen. Aber wo der Rest ist, da ist eine. Ja, genau die. Aber wo der Rest ist, Leute, da fahrt ihr den Falschen. Nee, warte. Da waren wir auch noch nicht, ne? Oder? Nee, da waren wir noch nicht. Okay. Haben wir ein paar Dinge übersehen? Oder waren wir denn hier schon oben? Ja, ne? Ja. Das sieht man auch an den. Ja, ich komme jetzt ein bisschen in Probleme. Müssen wir erst ein bisschen absuchen, ne? Das heißt, dass unsere das Geschichte gleich erst im nächsten Part kommt. Tut mir leid. Hä? War hier nicht eine? Das könnte mir nicht, jetzt nicht verklickern. Ich habe doch genau gesehen, dass der eine Münze war. Nee, war vielleicht doch woanders. Hier oben könnte die auch noch gewesen sein. Irgendwo hier auf so einem Strudel war noch eine Münze. Aber hier scheint es nicht hier zu sein. Hier. Da! Da drauf! Ganz schön schwer zu sehen ohne Schatten, aber ohne Eis Luigi ist das auch einfacher. Dennoch sind wir ganz schön in einer misslichen Lage. Hopp, komm. Ja. Bei einer kann ich mir vielleicht denken, dass die hier oben ist. Ja, definitiv. Ne, hier ist nur ein Ab. Trotzdem dürfen wir die. Können wir das nicht ausschließen? Eieiei. Ach, toll. Ja, hier wird auch nur ein Ab gewesen sein. Was geht hier vor, ey? Nein, nein, es geht hier nicht geben, aber boah. Ach. Wo sind die letzten Münzen? Wird dieser Part jetzt Überlänge haben? Ja, wird er. Was nur wegen diesen kleinen drei Münzen? Ach, suche ich überhaupt richtig? Ist mit Sicherheit nervig für euch, ne? Vor allem, wenn ihr die Standorte kennt, dann denkt ihr euch jetzt nur, oh mein Gott, Marcel. Aber Leute von heute. Drei habe ich noch nie übersehen. Ah, ich schäme mich. Auf dem Weg zum Gipfel könnte es keine gewesen sein, oder? Und ganz oben bestimmt auch nicht, Marcel. So weit darfst du auch wieder nicht denken. Fühle mich jetzt so schlecht, weil ich euch den Part vermisst habe. Verdammt nochmal, wie kann man denn auch so viele lila Münzen an einem Zug finden, ey? Ach. Mann. Vielleicht eine kleine Aussicht erstmal hier haben. Zu wissen, wo noch was sein könnte. Wenn ich in dieser Party tatsächlich Überlänge einnehme. Ich hab sie gesehen! Ich hab sie gesehen!
Gott. Ich weiß nicht mehr, wo sie waren. Aber ich habe ganz viele lila Münzen gesehen. Das könnten die letzten drei sein. Oh. Frag mich nicht wo. Irgendwo auf einer Plattform, die ganz weit außen ist. Ich könnte also überall sein, aber Hauptsache ist, ich habe sie gesehen und sie sind hier in der Nähe. Irgendwo hier. Ach, mein Face ist echt immer gegangen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich hier. Ich kann euch zeigen, wo. Hier. Da in der Eis. Den ganz lila Münzen gesehen habe. Da, die letzten drei. Oh. Ja, damit. Da ist er. Bitch. Boah. Boah. Ich kann. Boah, war ich auch in Panik, ey. Oh, da ist er. Da ist er, dieser liebste Stern, mein Liebes, mein Schatz. Gut. Yay, 112 Sterne. Galaxie komplett und Sternteile sogar ein Plus. Plus, ja. Wir haben ungefähr 5 Sternteile Gewinn gemacht in diesem Part, aber darum geht es jetzt nicht. Wir haben um 3 Sterne Gewinn gemacht in diesem Part, was ein guter Anfang sein sollte. Vor allem, weil wir ja Lila-Münzen machen. Und ja, gut gelaufen. Bis zum nächsten Part von Super Luigi Galaxy.